There is one they fear. He is Headhunters. Dragonborn. Well, it is a long story. I don't really want to go into it right now. Maybe later, if we get to know each other better. Okay, dann... Talk later. Die erzählt, also die erzählt, umso länger man mit ihr unterwegs ist, erzählt sie immer Stück für Stück immer mehr über ihre Geschichte. Okay. Stehe. Entrüsten, wieder ausrüsten. Ein Schwert war verbuggt, ein Jäger. Und da oben. Ich würde es zumindest ganz gerne entdecken, dass wir später schnell reisen können. Ist das Wimmerwind-Bollwerk? Aber das dürfte eigentlich nicht das sein, wonach ich suche. Kleinen Moment, ich google das mal eben schnell. Wo ich ätherische Gestalt finde. Ätherische Gestalt. So, kleinen Moment hier. Die Badensprungspitze, das ist das, wo ich hin möchte. Wo genau ist die auf der Karte? Also wenn ich das hier auf der Karte richtig sehe, dann ist die gar nicht. Doch, die ist genau da. Bei der Schande, ja, das sieht man sogar auf der Karte, ja. Da. Man sieht sogar, das ist krass, man sieht sogar. Das Ding hier, was man da sieht, dieser Strich da, das ist die Sprungschanze, wo wir runterspringen müssen. Also das ist der Punkt, wo wir hin müssen. Sehr schön. Ich wollte mich nur nochmal vergewissern, also da versteckt sich der Schrei. Mit dem wir dann zumindest mal theoretisch 8 Sekunden Unbesiegbarkeit haben. Als nächstes müssen wir es nämlich noch hinbekommen, einen Drachen zu töten. Und erst dann ist der Schrei auch wirklich aktiv, und um diesen Drachen zu töten. Dabei zählt aber nicht der erste Drache, den wir töten, weil der erste Drache, den wir töten, der wird ja automatisch in unerbittliche Macht reingestopft. Ist also für uns völlig unnütz. So. Was kommt denn da auf uns zu? Eine Patrouille. Wir müssen den lautes Kram. Lass dich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Was? Nein! Wachen! Hilfe! Das ist ein Vampir! So, was hast du denn für schöne Geschenke für sie? Ein Brandy-Goldringer. Ach, das war ja langweilig, was du da hattest. So, und dein Bodyguard war ein Vampir, wenn ich... Ja, das war ein fucking Vampir. Mir ist bewusst, dass du einen Vampir als Bodyguard hattest, mein Freund. Ich muss irgendwann hier nächst dann. Schwer zu sagen, wo hier die Straße ist, die mich dann hier rüberführt, weil es aktiv anscheinend keine Straße gibt, die mich da wirklich rüberführt. Also müssen wir dann. Werden wir noch die Mühle davon entdecken und dann querfeldein uns auf den Weg zu dieser Festung machen, die irgendwo auf der anderen Seite von diesem Hügel da liegt. So. Die Halbmondmühle. Warte mal, die Halbmondmühle, das waren doch auch Vampire, wenn ich mich recht entsinne. So, wir sind wieder eine Stufe aufgestiegen. Was können wir hier bei den Schwertern machen? Das war die Geschichte mit dem Seelenstähler, genau.
Also noch nicht so wirklich von Belang für uns. Dann setzen wir doch einen Punkt hier rein. Nein, nein. Ja. Und verbessern so ein bisschen unseren einhändigen Kampf. Weil wir mit einem Einhandschwert rumrennen und es ein beschworenes Schwert ist und dementsprechend als Schwert auch gewertet ist. Einmal wegstecken, neu zücken, neu beschwören. Wow, 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 wow. Kollege. Noch eine. Alter. Gut, dass es Kreaturen gibt, die trotz meiner Einstellungen mich nicht one-shotten. Das beruhigt mich gerade ein bisschen. Das ist auch so eine Stelle, die habe ich früher noch nie gesehen. Weil ich hier aber auch nicht normal angelaufen bin. Ich habe andere Wege gesucht, um da lang zu kommen. Interessant, eine Stelle, wo halt eiskalt drei Nirnwurzel wachsen. Was haben wir denn hier? Alchemist Journal. Interessant. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. De Rerum Direnis. Alchemie verbessert. Interessant. Irgendein Alchemist, der uns jetzt gerade seinen Hab und Gut vermacht hat, weil er nicht da war. So. Okay, ab hier weiß ich, wo wir sind, weil direkt hinter dem Berg, genau, da ist nämlich der Turm und es rennen ein paar Banditen draußen rum. Also ich war schon mal bei dem Turm gewesen, auf jeden Fall. Und es rennen aber auch ein paar Banditen außerhalb vom Turm rum. Und da brauchen wir ein Schwert, was die komplette Dauer hält. Da ist er nämlich auch schon. Guten Tag. Kommen bestimmt gleich die anderen Banditen raus, aber ich schnappe vorher mal schnell die Knochenrüstung hier. Weil wenn der schon mal sowas dabei hat, dann wollen wir das da auch nicht mehr liegen lassen. Guten Tag! Ich sollte nicht zu überheblich werden. Sonst sterbe ich am Ende doch noch. So, und der letzte ist ein Bogenschütze. Genau. So, und tschüss. So, das Lied von Pelinal, das gibt mir gar nichts. Du hast noch einen Granatstein und Gold, das nehmen wir alles mit. So, und da ist nämlich dieses Setcher, das können wir jetzt alles mitnehmen. Und sollen jetzt die Notiz von dem seltsamen Mädchen lesen, was in diesem Satchel war, in diesem Beutel. Erstens die können wir noch lesen. So, hier. Dear Imrisi, I'm afraid this is the only chance to send you a message. I've packed the satchel in a great hurry. Too bad I couldn't gather everything we've talked of. Here's some money, everything I was able to get. Run. Never trust anyone of our kin. Kind, denke ich mal, soll das heißen. The only weapon I could find was this knife. Though it's better than nothing. One more thing, I give you this ring, for you to always remember who you are. Auf Deutsch zusammengefasst, sie heißt Imrisi. Irgendjemand hat ihr in diesen Beutel alles reingepackt, was in der Eile zusammenpacken konnte. Und außerdem einen Ring, und sie soll nicht ihrer eigenen Rasse, also den Kashid, vertrauen. Well, what did the note say? Don't keep her waiting in hurry, would you? Ja, wir sind ehrlich. Marisi. She likes it. It's a very pretty name and fitting for her, no? But she still does not remember. Oh, nein! Scheiße. She stays close. Yeah? Ah, okay, well, so. What did the note? Ja, du bist Marisi, okay. But she still does not remember. So, da war auch ein Ring. Ring? Give it to her. This. She remembers it belongs to her, and that it's special, somehow. No, nothing. She gives up. The ring has no hint, and she cannot remember. But
glad she knows her name now. Marissi. What has she told you about her salary? It gets you nothing. Bist du dir da so sicher? It is nice of you to notice. So, dann gucken wir mal, was der Ring macht. Now she knows you have gone insanely crazy. Oh, she understands. Then quick, let's find a jeweler so she can remember about herself. So, jetzt sollen wir zurück nach Flusswald. Machen wir aber nicht, weil wir setzen uns jetzt letztendlich den Punkt hier hin. Und es würde mich nicht wundern, dafür müssen wir aber noch was anderes lesen. Nicht weit davon entfernt ist nämlich unsere nächste Begleiterin. Nämlich diese Geschichte hier, Proclamation. Ich lasse ein bisschen auf, ihr könnt selber lesen und euch übersetzen. Gut. So, und das ist nämlich, genau, gar nicht weit davon entfernt. Nämlich genau da. Das heißt, wir gehen jetzt erst zur Schanze, springen da runter und laufen, gucken dann, dass wir weiter rüber nach Valtume kommen und damit dann auch gleich unsere dritte Begleiterin freischalten. In die Richtung müssen wir. Oh, da unten wäre doch irgendwie ein Weg gewesen. Sehe ich gerade. Folgen wir doch einfach diesem Pfad. Und da war er auch schon wieder weg, der Pfad. Wir laufen jetzt halt mitten in der Wildnis. Es ist das Gefährlichste, was wir eigentlich machen können, weil wir keine Ahnung haben, was auf uns lauern kann. Ich höre Wölfe. Ich sehe sie. Ihr da, bitte, ihr müsst mir helfen. Ich wurde von einem Vampir angegriffen. Habt ihr einen Trank oder etwas Ähnliches, das mich heilen kann, ehe ich mich verwandle? Wo ist es passiert? Ich zeige es euch auf der Karte, damit ihr den Ort meiden könnt. Bitte, wenn ihr mir helfen könnt, dann sagt es mir. Oder geht mir aus dem Weg und lasst mich einen Priester suchen. Ich kann euch nicht helfen. Geht mir aus dem Weg. Ich muss in die Stadt und einen Priester finden. Der gute Mann war wohl etwas hektisch. So, wo hat er mir einen Punkt markiert? Ich wette mit dir, dass das wieder irgendwo ewig weit weg passiert ist. Nö. Gute Frage, wo das passiert ist. Er hat nämlich aktiv gerade mal eben gar nichts markiert. Das ist interessant. So. So ein Lauf für ängstliches Hündchen. Wir werden uns nun weiter begeben zu der Sprungschanze. Zu unserem Bestimmungsort. Immer schön ein Schwert auf Anschlag haben, was viel Zeit hat, bis es von selbst wieder verschwindet. Da ist ein Fuchs. So, wir kommen der ganzen Geschichte näher, weil jetzt kriegen wir nämlich auch schon die Symbole für das Ding angezeigt. Wir müssen halt nur vorsichtig sein, weil nämlich an der Stelle, wo der Schrei ist, das habe ich auch im Internet gelesen. Oh shit. Oh shit. Verstecken sich zwei Hexenraben. Okay, Velia, das ist ganz schön brutal. Okay. Okay, Velia. Du bist Babo. Ich denke, wir werden durch diese Mine durch müssen.
um auf die andere Seite zu kommen. Hoffe ich jetzt zumindest mal, ansonsten gehen wir jetzt nämlich völlig unnützerweise in die Mine rein, aber es ist mir jetzt gerade mal irgendwie egal. In die Gallenschluchtmine. Es ist wohl wahr. Diesmal gehen wir bei ihnen rein und klauen ihnen alles. Was sind die Banditen? Oh oh, look over there. That's a bandit. Ja, es sind sogar zwei Banditen. Sehr schön erschossen. Jetzt noch den da oben. Hauptsächlich Orks in diesem Banditenlager. Noch ein Gegner, der jetzt gerade aktiv ist? Nein, gut, dann gehen wir weiter. So, hier kämen wir jetzt in die Mine rein letztendlich, aber da rein wollen wir jetzt gerade gar nicht. Wollten ja eigentlich nur hier rauf und die Kiste öffnen. Was noch sonst? Danke. Zweiter Versuch, funktioniert. Ist irgendwie dumm, aber es funktioniert. So, was haben wir hier? Waffen, Hammer, Eisen, Werkbank, eine Schmiede. Ich kann immer noch nur vorwärts rollen. Vilja, hier können wir die zwei Eisendinger, die wir gefunden haben, umwandeln. Oh, es sind sogar mittlerweile 5. So. Jetzt ist das auch erledigt. Und jetzt müssen wir einen Weg hier über diesen Berg finden. Weil drüben auf der anderen Seite ist nämlich unser Bestimmungsort, aber das geht, wie man sieht, relativ einfach. Und da ist nämlich der Ort, wo wir hinwollen. Müssen wir nur hier irgendwie vorsichtig diesen Berg runterkommen. Wirklich vorsichtig. Ich kenne mich. Und generell die Berge in Skyrim, die so glitschig sind, dass man an manchen Stellen runterfällt, wo man es am allerwenigsten erwartet hätte. Jetzt haben wir ein gewisses Problem. Wir haben nämlich Gegner. Ja, wir haben auch Bogenschützen getriggert. Und ich weiß nicht, wie wir Leon im Rissi hier runterkommen wollen. Und ich sehe sie vor allem nicht. Der Nebel ist zu heftig. Okay, irgendeiner ist direkt über mir. Da drüben ist einer. Da oben auf dem Kanal war einer. Und da unten sind ein paar. Ist erstmal anders. Ist auf jeden Fall irgendwo hier, aber ich weiß nicht wo. Das könnte helfen, dass sie dann zumindest bei mir sind. Ja, da ist sie. Okay, es hat bei Vilja geholfen. Im Resi ist immer noch nicht hier. Oh shit. Oh shit. D
Die sind echt böse, weil die sehen mich. Ich sehe sie überhaupt nicht durch den Nebel hier. Das machst du gut, Velia. Weiter so. Du siehst sie wenigstens. Komm schon, steh auf! Holy moly! Was war das? Warum bin ich eben umgefallen? Das war nicht mal der Liebendenstein, der muss mich halt echt ins Bein getroffen haben. So, jetzt fehlt nur noch einer. Wo bist du? You're a dangerous bastard, Alter. Velia, du bist Babo. Du bist komplett Babo. Wenn ich dich nicht hätte, ich weiß nicht, was ich machen würde. Oh, du hast ein Kind getötet. Schon wieder. Mach dich halt nur noch mehr Babo. Okay, jetzt muss ich mich hier mitten im Nebel zurechtfinden und... Oh Gott, im Rissi. Und weiter nach oben kommen. Oh. Wenn Gegner auftauchen, gehe ich in die richtige Richtung. Oh shit, das ist ein Magier. Das ist das Dornenherz. Das habt ihr gut gemacht. Wo habt ihr es zurückgelassen? Da. Okay, dass wir das Dornherz gefunden haben, ist tatsächlich gut. Weil das bedeutet definitiv, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Yep. Würde mich nicht wundern, wenn wir nicht mehr weit von den Hexenraben entfernt sind. So, wünscht mir Glück. Wir treten gegen die Hexenraben an. Zwei Ultramagier, bei denen es super gefährlich ist, was wir gerade machen. Vor allem, weil wir uns denen so früh stellen wollen. Velia, tu mir einen Gefallen. Ich brauche dich auf Befehlsmodus. Müsste, wenn ich mich nicht täusche, in dieser Richtung sein. Aber ich sehe halt absolut gar nichts, gell? Ja, das ist die richtige Richtung. Is that anything else you want me to do? Ah. Oh. Sure. Das ist cool. Blut.
Vilja, Imresi, waltet eures Amtes. Bitte. Okay. Wow. Fucking hell, Lilly hat halt überhaupt nicht das gemacht, was ich ihr gesagt habe, was sie machen soll. Scheiße, Mann.